Wir haben 150 Bundestagsabgeordnete von CDU und SPD, die haben die letzte Bundestagswahl verloren in ihrer Stadt, in Pforzheim, in Timmendorf, in München und kommen über eine Parteiliste in den Bundestag. Sie sind Volksvertreter, nennen sie sich, aber sie sind Parteivertreter. Die haben alle zwei Tickets, eins vom Volk und eins von der Partei. Und wenn das Volk nicht zieht, dann gehen die nach Hause, 18:15, machen die den Fernseher an, stellen fest, die Landesliste zieht und sind am nächsten Tag wieder in der Zeitung. Und das Volk hat zu Recht das Gefühl, ich werde die Typen gar nicht los. Die sind immer da, ich kann die nicht abwählen. Und so ist es.